So, dann gucken wir mal, wo sie rumschleicht hier. Da sind einige Wachen, 96 Meter entfernt. Da müsste die Schwester. Ach, Spaßchen, hier ist sie. Ha! Hallo. Ja, wie machen wir das? Schwester Whitney. Sie sind nicht allein, Schwester. Okay, das war doof. Ich wollte pfeifen. Ich gehe einfach rein. Ich erledige sie so. Roar! Weg. Sehr schön. Das war jetzt zwar ein bisschen sehr unkonventionell, aber weg ist sie. Schrei für mich. Ach Gott, ich liebe es, mit Jack zu spielen. Der ist so herrlich brutal. So, jetzt kümmern wir uns noch um Dr. Archer, würde ich sagen. Wir gehen ganz stark dem Ende entgegen, das weiß ich. Auf jeden Fall. Aber wie wird es sich am Ende aufdecken? Kommt Evie noch mit Jacob wieder zusammen? Lebt Jacob noch? Das alles werden wir wahrscheinlich in dieser Folge noch erfahren. Oh, puh. Warte, ich muss hier runter. Töte Dr. Archer. Ja, auch diese Folge widme ich natürlich dem guten Erik. Danke für deine Treue für dieses Let's Play. Es neigt sich dem Ende, Erik. Und auch an alle anderen da draußen, die das hier geguckt haben. Aber es macht echt Spaß. Es hat echt Spaß gemacht, dieses Add-on zu spielen. Müsste man wirklich öfters mal machen, sowas. So, wo ist Dr. Archer? Der ist da hinten. Ich liebe ja meine Messerchen. Wo ist er denn? Da. Oh, Dr. Archer. Ein Messer in Ehren kann keiner verwehren. Weg ist er. Anstaltsleiter Bradford wird mir mit Freuden dabei helfen, meine Einträge in den alten Akten zu löschen. Sehr schön. Jetzt müssen wir uns noch um den Anstaltsleiter kümmern. Wo ist denn hier der nächste Eingang? Da oben. Und die Akten noch löschen. Ja, das haben sie ja recht clever gemacht, ne? Weil ihr wisst ja, dass Jack the Ripper eigentlich nie gefunden wurde. Man wusste oder man weiß bis heute nicht, wer er wirklich war. Und jetzt haben die das hier halt so geregelt, dass er jetzt hier durch die Gegend schleicht und sämtliche Akten vernichtet. Da hinten ist er. Die Polizei darf meine Krankenakte nicht finden. Werden sie auch nie. So, da ist der Anstaltsleiter. Sei gegrüßt. Gestatten der Ripper! Flup. Es ist der Ripper! Niemand darf je erfahren, dass ich hier Patient war. Genau, und jetzt verbrennen wir noch die ganzen Akten hier. Weg damit. Und schon weiß niemand mehr, wer Jack war. Erledigt. Dann bereite ich mich auf Ivys Ankunft vor. Erlauben wir den Irren noch ein wenig Freigang. Ach ja, du bist ja auch nicht gerade doof, ne? Er weiß, dass Evie unterwegs ist und jetzt lässt er die ganzen Irren aus der Anstalt frei. Machen wir das doch mal. Da habe ich ja auch meinen Spaß dran. Flop. Oh, warte, ich muss hier gar nicht lang, oder? Das Krasse ist, wir können hier eigentlich rummetzeln, wie wir fröhlich sind. Weil es interessiert sowieso keinen. Weil Jack ist als Massenmörder, ne? Da braucht ihr auch keine Skrupel haben. Na. Na komm her. Weg und du auch. Ich habe hier noch ein paar Leute zu befreien. So, jetzt schauen wir mal da hinten. Befreie die eingesperrten Kriminellen. Komme ich denn da hin? Das wird hier irgendwo sein. Ah, durch die Tür komme ich nicht. Hier bin ich richtig. Ah, da hat mich schon wieder wer gesehen. Da sind wir richtig. Aber lassen wir noch mal eben kurz die Polizisten hier ärgern. Uah.
Schmutzer! Ja, schrei ruhig, schrei ruhig! Jutz! Na, wollt ihr auch noch herkommen? Jetzt geht's richtig ab. Kommt doch alle her, kommt alle her. Ist es pervers, dass ich meinen Spaß dran habe? Komm schon! So. War's das? Noch wer? Gut, dann befreien wir mal die Gefangenen. Je mehr, desto besser. Kommt raus, kommt raus. Es gibt was zu spielen. Und jetzt switchen wir wieder zu Evie. Ja, Jack hat alles gut vorbereitet. Er hat all seine Daten sozusagen gelöscht. Keiner weiß mehr, wer er ist. Und hat jetzt die Anstalt vorbereitet für Evies Ankunft. Aber wahrscheinlich dürfte jetzt schon die Polizei vor Ort stehen. Prost! Mal kurz eine Runde was trinken. Ach, macht das wieder Spaß heute. Ja, die Polizei wird wahrscheinlich jetzt die Anstalt schon besetzt haben, weil das hat bestimmt einer mitgekriegt, dass hier jetzt gerade richtig geschnitzelt wurde. Gucken wir doch mal, auf was wir jetzt mit Evie treffen. Wie gesagt, Leute, das wird wahrscheinlich heute die letzte Folge von Jack the Ripper sein. Ich habe es im Gefühl, ich glaube, das war es dann auch. Ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Oh Gott, hoffentlich finden wir Jacob noch rechtzeitig. Hoffentlich lebt er noch. Jacob, Jacob. Na, komm schon. Komm schon. So, los geht's. Zurück zu den Wurzeln, was, Jack? Jacob befreite dich aus diesem Irrenhaus, nahm dich bei uns auf. Ich darf nicht entdeckt werden. Wie ich es geahnt habe, Leute. Seht euch das an. Hier ist natürlich jetzt eine Menge los. Polizei hat die Anstalt abgeriegelt und wir müssen da rein, ohne entdeckt zu werden. Ob ich das hinkriege, glaube ich nicht. Ich darf nicht entdeckt werden. Aber hier ist so viel los. Schaut euch das an. So viel Polizei. Und hier kommen wir nicht weiter, weil hier sagt der Animus, ist Feierabend. Wie kommen wir da also rein, ohne dass wir entdeckt werden? Wo sind denn Wachen? Ich glaube, ich renne einfach durch, oder? Ich sneak jetzt erstmal hier rüber. Da ist eine Wache. Da sind mehrere Wachen. Alter, wo soll ich mich denn verstecken können? Wo ist denn hier ein Gebiet, wo frei ist? Ich jetzt hier lang laufe? Da hat mich wer gesehen. Cool bleiben. Rennen wir hier durch. Und hoch, schnell. Komm, hoch. Bevor der Alarm losgeht. Schnell, 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 schnell. So. Okay, Evie, hoch da. Die sehen uns nicht mehr. Erstmal runter. Schlitter, schlitter. So, in die Anstalt schleichen. Ja, kommt es doch bekannt vor hier. Hier haben wir ja vorhin noch mit Jack den... War das hier? Den Dr. Archer weggehauen? Wir gehen jetzt hier rein. Hier unten ist ein Eingang. Was wird mir jetzt hier entgegenkommen? Was erwartet mich? Ich bin ja echt gespannt. Aber darauf ist alles hinausgelaufen halt. Da ist der Eingang. Rein. Rup. Oh, hi. Was machst du denn hier? Jacks Bluttaten setzen sich fort. Ja. Boah, der arme Arm, Alter. Schmerzen. Tut mir leid. Du kannst ja nichts dafür. Er hat euch ja nur freigelassen. So. Okay.
Jetzt muss ich drei von Jacks Kriminellen neutralisieren. Das heißt, es ist wieder Zeit für meine Messer. Wo sind sie denn? Da unten läuft einer. Da hinten ist einer. Und eine Menge Irre, die auch hier noch auf uns warten. Da werde ich doch hier schön getrost im Schleichmodus bleiben. Eieiei, hat er mich gesehen? Hey, grüß dich. Good night, dude. Ah, ein bisschen kämpfen müssen wir ja. Es geht ja nicht anders. Aber Ivy kriegt das schon hin. Komm her. Da hinten kommt schon der erste von den Typen, die wir erledigen sollen. Und er hat uns auch gesehen. Sehr schön. Brauchen wir uns auch nicht mehr verstecken. Komm her, Dicker. So, weg. Okay, oh Gott, seht euch an, wie viel Polizei hier unten steht. Oh Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, viele. Okay, auf zum nächsten. Er sieht ja auch creepy aus hier oben in seinem Bild, ne? Wie er einen anguckt, der guckt mich gerade direkt an. Böse. Böse. Ja, ja, kommt alle her. Kommt alle her. Komm ich da runter? Der ist doch irgendwo da unten. Ich höre hier irgendwie noch eine Kiste. Ne, ich komme da nicht runter. Was ist das denn? Oh Gott, ich habe das direkt gehört, gerade auf dem rechten Ohr. Bleib liegen. Kommt der hier angelaufen? Meine Güte. Mehr von Jacks Spiel. Oh, da ist er ja. Gerade Kamera-Issues. Geh mal runter hier. So. Hi. Oh, nicht über den Arm. Komm her, du bist der Nächste. Hier steht mir keiner mehr im Weg. Ich will jetzt Jack endgültig das Handwerk legen und Jacob befreien. Weg mit dir. Immer der Arm, Alter. Und dann das Geräusch. So, hier gibt es doch wieder ein Spielchen. Ah, schaut mal hier. Die Beute wird dir gefallen, aber du musst tief in den Abgrund steigen, um sie zu erreichen. Tief in den Abgrund steigen. In den Keller. Dort wird Jack seine letzte Falle zuschnappen lassen. Okay. Ja, dann werden wir wohl in den Keller gleich laufen. Aber ich will noch den einen Typen eben erledigen. Wo ist er denn? Ja, komm ruhig her. Alles gut. Alles Training. Wieso muss das eigentlich immer der Keller sein? Er weiß, was mich da unten erwartet, was er da sich Schönes hat einfallen lassen. Auf jeden Fall stehen wir der Konfrontation kurz bevor. Ach, da ist der Letzte. Oh, nicht doch. Ja. Massiblatt. Sehr cool. So, du bist der Letzte. Feierabend. So, jetzt müssen wir in den Keller. Jetzt geht es in den Keller, Leute. In den Keller. Und wir sind ja sogar hier beim Keller. Hey, Jungs. Das hat nicht so ganz hingehauen, oder? Laut Drehbuch kannst du jetzt fallen, ne? Los. Okay, ab geht's in den Keller. Hier bin ich scheinbar schon richtig. Ich schleich da mal lieber runter. Ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet. Ab in die Leichenhalle. Ja, es war ja klar. Es passt ja auch.
Okay. Da sind noch ein paar Typen. Mach den Kopf zu. Psst. Schön ruhig. Komm her. So, jetzt haben wir Ruhe. Aber ich sehe schon, hier geht's noch tiefer runter. Dann mal los. Da hinten ist einer. Was ist das? Zellen? Schaut mal. Alter. Okay, Evie, schön vorsichtig. Irgendwo muss es ja weitergehen. Ah, da unten. Aufspüren. Alter, aber richtig hier in so ein Gewölbe rein. Creepy. Oh, was kommt jetzt? Oh, Jacob! Willkommen zum Familienfest, Evie! Da ist Jacob, Leute. Wir haben Jacob gefunden. Er lebt noch, scheinbar. Da drin. Und hier unten scheint Jack zu sein. Puh. Tja, okay. Ich würde sagen, jetzt geht's los. Nochmal kurz die schweißigen Fingerchen abgewischt. Hallo Jack, du wirst doch hier sicherlich jetzt direkt auf mich warten. Ich wusste es. Die Welt ist wirklich lache. Glaubst du wirklich, du könntest mich so töten? Okay. Ich sehe schon, das bringt nichts. Ich verziehe mich erstmal. Ich muss erstmal irgendwie weg. Aber jetzt bin ich hier. Ich stürze mich auf das Übel, auf die Fäulnis und den Mist dieser Stadt und reiße sie heraus. Scheiße, ich muss hier doch irgendwie loswerden. Ich habe schon gesehen, also die reine Konfrontation bringt mir nichts. Ich laufe erstmal. Aber wie schnell ist er? Ich weiß gar nicht, wo ich hier hin muss. Alter! Menschen müssen uns fürchten, das weißt du. Voll nervös. Ich habe deine Geräte des Grauens gesehen. Du bist wie ich. Siehst du die Wahrheit, die dein Bruder nicht sah? Sind wir nicht ähnlich, du und ich? Alter, wie schnell ist er hinter mir her? Ich folge dem Wagen. Okay, das bringt auch nichts. Meine Messer funktionieren bei Jack nicht. Okay, ich glaube jetzt... Ah, er sieht mich nicht mehr. Er sieht mich nicht mehr. Bis, bleib mal schön da hinten. Ich glaube nämlich, dass ich hier taktisch vorgehen muss. Ich muss hier auf jeden Fall schleichend vorgehen. Ja, das glaube ich nicht. Kommt er jetzt rüber gehüpft? Ich bleib jetzt hier echt mal ganz cool. Miezekatze, Jack. Miezekatze. Und? Ich habe keine Lust auf deine Kinderspiele. Das so gesund ist, was ich jetzt mache. Ah, fuck it. Ja! Er ist schnell! Deine edle Schwester ist bereit, für dich zu starten. So feige und unfähig wie dein Zwilling. Erstmal nur verstecken, wo ist er? Da. Versteck dich, Evie. Komm. Ja, wenn ich jetzt wieder ein bisschen ruhiger bin, ne? Ah, da ist er. Immer noch, du könntest dich verstecken. Ja, glaube ich. Jack, glaube ich. Okay, hinterher, hinterher. Ich muss ihn irgendwie erwischen. Alter, ohne Scheiß, Jack. Ohne Scheiß, ich krieg dich. Ah!
Gib ihn so richtig. Gib ihn so richtig, den Mistkerl. Und jetzt weg. Okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Wir müssen schleichen, um ihn zu erwischen. Das hat ihn aber echt wehgetan gerade. Komm schon, Jack, dich kriege ich. Da haben wir lange drauf gewartet. Schön vorsichtig. Fuck. Eieiei. Gleich vergeht dir das Lachen. Komm schon. Wo läuft er lang? Ich muss nur aufpassen, dass er mich jetzt nicht... Ja, glaube ich. Glaube ich. Okay, ruhig bleiben. Jetzt komm bitte nicht zurück. Alter Jack. Ich krieg dich, krieg dich, krieg dich, krieg dich, krieg dich, krieg dich. Hau ihn. Gib's ihn so richtig. Ja! Ich hab ihn! Hab ich ihn? Wow, was war das denn? Alter. War wohl zu leicht. Scheiße. Oh, und jetzt sind die ganzen Irren hier. Ich muss mich ja irgendwie den Kampf stellen. Das Problem ist, Jack ist aber jetzt hier mit bei. Egal, ich muss erstmal die hier loswerden. Und dann müssen wir halt weiter gucken. Oder kann ich ihn jetzt gerade jetzt auch attackieren? Das kriege ich hin. Keine Sorge, das kriege ich schon hin. Ja, ich kann ihn. Ich kann ihn definitiv. Ja! Oh, Eevee, jetzt hast du es aber. Richtig rauf, Jack. Immer rauf auf Jack. Komm. Er hat's verdient, der Mistkerl. Ich hab dich. Ich hab ihn. Leute, ich hab ihn. Ich habe Jack erledigt. Alter. Wir sind doch gleich. Du und ich. Oh, Jack. Du warst ein Assassine, ja. Aber wir sind nicht gleich. Deshalb muss die Erinnerung an dich für immer gelöscht werden. Ruhe in Frieden, Jack. Du und dein verkommenes Gefolge. Er ist echt besiegt, Leute. Wir haben es geschafft. Jack the Ripper ist nicht mehr. Und Jacob müssen wir noch. Hoffentlich lebt er noch. Hier ist nichts vorgefallen. Glauben Sie mir, Jack the Ripper ist tot. Inspektor! Helfen Sie mir, Frederick.
Niemand darf erfahren, dass der Ripper ein Assassine war. Die sollen sofort verschwinden, ist das klar? Es ist vorbei, Jack. Ich bin hier. Assassin's Creed Syndicate, Jack the Ripper. Das war's, Leute. Wir haben das DLC durchgespielt. Wow, krasses Finale. Nochmal der Endkampf, oder? Puh, ja, Gott, das war genial. Es hat echt Spaß gemacht. Sehr, sehr cool. Coole Sache, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Das war ein tolles DLC. Hätte ich nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht. Also echt genial. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen es insgesamt waren. Ich glaube, wir haben so ungefähr 8 Folgen gehabt, ne, zu dem DLC. Und ich würde sagen, da mir das so viel Spaß gemacht hat, gucke ich mal, ob ich noch das zweite Add-on mit euch zusammen durchspiele. Der große Maharachi oder wie es heißt. Ich weiß es jetzt nicht genau. Das werde ich definitiv als nächstes in Angriff nehmen. Und ich denke mal, da werdet ihr euch drauf freuen und da sind wir hoffentlich dann alle wieder zusammen am Start. Wenn euch das hier gefallen hat, das Let's Play, dann könnt ihr mir das gerne wie immer unten in die Kommis reinschreiben. Und ein Däumchen nach oben wäre auch super cool. Und dann würde ich sagen, Leute, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wie immer im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis denne dann und reingehauen.